Das FLW 24 Spiel des Monats wird präsentiert von Herzberg Getränke in Mehrenberg. Wenn auch ihr einen kompetenten und auch zuverlässigen Partner sucht in der Vereinsgastronomie, dann könnt ihr euch bei uns melden unter der Nummer 06471 5424. Hoher Besuch in Mensfelden. Der DFB-Pokalsieger und Europa-League-Viertelfinalist Eintracht Frankfurt gibt sich die Ehre zum 125-jährigen Bestehen des TuS Mensfelden. Schaut der Bundesligist in der Länderspielpause auf ein Freundschaftsspiel gegen die SG Heringen Mensfelden vorbei. Möglich gemacht von Eintracht Finanzvorstand und TuS-Mitglied Oliver Frankenbach. Für dich muss das ja auch heute was Besonderes sein. Du kommst ja aus Eisenbach, du wohnst in Eisenbach, bist heute mit der Eintracht hier in der Region. Ist das ein besonderer Tag für dich? Ja, ist schon ein besonderer Tag für mich. Es ist ja nicht nur so, dass ich hier aus der Region stamme, sondern auch hier quasi auf dem Platz jahrelang selbst gespielt habe. Habe ja in der Jugend als auch in dem Seniorenbereich hier in Mensfelden Fußball gespielt, insgesamt 12 Jahre. Also es ist schon was Besonderes, wenn man mit der Eintracht dann hierher kommt und quasi auf dem Platz ein Spiel verfolgen kann, auf dem man selbst gespielt hat. Du machst heute den Anstoß. Wie sieht's aus? Hast du jetzt die letzten Wochen trainiert oder kriegst du das auch so noch hin? Ich glaube, das Gefühl für einen Anstoß werde ich nicht verlieren, aber zu mehr wird es wahrscheinlich heute nicht lang. Okay. Ich denke mal, die Eintracht ist ja auch aufgrund dessen deiner Person hier heute in Mensfelden, dass du auch sagen kannst, hier meine Heimatregion ist bereit heute für den großen Tag. Ja, das macht einen schon stolz, sag ich mal, bei aller Internationalisierung, die wir so betreiben müssen, haben wir natürlich auch immer einen Fokus auf die Region und deswegen ist es wichtig, dass wir solche Spiele machen, um auch den Fans ein bisschen was zurückzugeben, dafür, dass sie uns das ganze Jahr unterstützen. Andere Fans anderer Mannschaften müssen neidlos anerkennen, dass, glaube ich, die Fans, die wir haben, mit zu den Besten, wenn nicht die Besten sind in ganz Deutschland. So dein Ausblick die nächsten Wochen, so vom Gefühl her, heute einfach mal so ein bisschen hypothetisch, was glaubst du, was ist machbar in der Saison noch? Ja, in der Euroleague ist, glaube ich, vieles machbar. Ja, ich glaube, man hat gesehen, die Mannschaft hat da richtig Bock drauf. Ja, Bundesliga, Tagesform, ist schwer zu sagen. Wir müssen auch sehen, dass dann alle an Bord bleiben. Aber ich glaube, wenn alle an Bord bleiben, ist auch Platz 4 nicht auszuschließen. Ja, und wir werden alles reinhauen in den letzten Wochen. Dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, die Saison bis jetzt war schon ein Riesenerfolg. Jetzt wollen wir einfach nur sehen, dass wir unter den ersten 6 bleiben. Und wenn es nach oben gehen kann, dann nehmen wir das auch. Alles reingehauen hat auch der TuS in die Organisation des Events. Über 100 freiwillige Helfer aus sämtlichen Dorfvereinen tragen dazu bei, dass sich die prominenten Gäste und die 3000 Zuschauer auf dem Mensfelder Kopf wohlfühlen. Also ich bin da sehr diplomatisch, wie halt alle Politiker. Ich halte zu allen. Aber ein bisschen mehr zu uns. Ist das okay? Trotz vieler Nationalmannschaftsabstellungen hat die SGE eine namhafte Truppe zusammengestellt, die natürlich auch von Maskottchen Attila, dem Steinadler, unterstützt wird. Natürlich muss dieser besondere Moment auf Foto festgehalten werden. Ein unvergesslicher Tag für die Jungs von der SG Heringen Mensfelden. Danach geht's endlich los. Schiedsrichter Friederik Angermeier pfeift das Spiel des Lebens für die SG an. Die Eintracht in Rot von links nach rechts, wie gesagt, mit einem prominenten Kader angereist, unter anderem mit Sebastian Aller, Sebastian Rode und Lucas Toro. 3,5 Minuten sind gespielt und bei den Hausherren steht noch die Null. Dann De Guzman auf Toro und Sebastian Rode in der 4. Minute mit der Führung. Jens Lendle zum ersten Mal geschlagen, Toro legt ab, Aller lässt durch und Rode dann mit dem Kopf. 1-0 durch die Nummer 17, Sebastian Rode. Die Eintracht ja im Moment wie im Rausch in der Europa League noch ungeschlagen, zuletzt mit Schachtjo Donetsk und Inter Mailand 2 Schwergewichte rausgeworfen. Und als nächstes soll Benfica Lissabon dran glauben, um den Traum vom Finale in Baku am Leben zu erhalten. Jean-Patrice Kabuya auf Branimir Gota, 2-0. Der Schwede hat nach 26 Bundesligaspieltagen erst 4 Minuten Einsatzzeit gesammelt, macht gerade eine schwere Zeit durch. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Er wird die SGE mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlassen. Durch die Nummer 34, Branimir Gota. Die Hausherren treten ordentlich auf, spielen gut mit und vor allem kombinieren sie schön. Lukas Meister auf Felix Schmidt und der fällt im Strafraum, aber das Spiel läuft weiter. Referee Angermeier sieht keinen Grund,
auf den Punkt zu zeigen. Aber da hätte man durchaus auf Elfmeter entscheiden können. Schmidt wird im Zweikampf getroffen. Da hätte sich der Bundesligist nicht beschweren dürfen. Sebastian Haller, 19 Pflichtspieltore hat er in der laufenden Saison schon gesammelt. Das lässt Sascha Seliger aber sowas von kalt. Er luchst dem Franzosen frech die Kugel ab. Frankfurt natürlich wie erwartet mit einem Angriff nach dem anderen. Aber Seliger lässt das nicht mit sich machen. Er gewinnt erst das Laufduell mit Herr Gotha und spitzelt dem Angreifer den Ball dann noch weg. Die Bedingungen auf dem Meko überragend. Der erste wärmere Frühlingsabend mit ordentlich Sonnenschein und der Platz in einem super Zustand. Da hat der gesamte Verein ganze Arbeit geleistet. Man merkt, dass sich die Eintracht wohlfühlt. Rigota mit dem 3:0. Doppelpack für den Schweden und der zweite Scorerpunkt an diesem Abend für Vorlagengeber Sebastian Rode. Nach gut einer halben Stunde hat der Vierte der Kreisliga A die erste Prüfung für Kevin Trapp-Vertreter Jan Zimmermann parat. Sascha Bremenkamp mit dem ersten Abschluss aufs Tor der Eintracht. Auf der anderen Seite wieder die Frankfurter. Stendera auf Gotha, der uneigennützig und Haller dann artistisch. Der Angreifer scheitert zunächst, weil Marco Esposito noch auf der Linie klärt und den Rebound versenkt Haller dann mit der Hacke. Das 4:0 fast so schön wie sein Tor des Jahres 2017, als er gegen den VfB Stuttgart mit einem Fallrückzieher für den 2:1-Sieg in der letzten Sekunde sorgte. Esposito an der Seitenlinie, aber er wird gut abgegrätscht von Lucas Silva Melo. Das hat sich der Frankfurter von Sascha Seliger abgeschaut. Kurz vor der Pause nochmal die Eintracht. Wieder Gotha. Und für ihn läuft es einfach auf dem Mensfelder Kopf. Macht sein drittes Tor. 5:0 Ländle wie bei den anderen Treffern. Ohne jede Abwehrchance. Der erste Durchgang aber immer noch nicht vorbei, weil Hering Mensfelden nochmal eine Ecke bekommt. Die bringt Esposito und Felix Schmidt sichert sich den Abpraller. Und dann kommt der Ball zu Lukas Meister. Aber der muss sich Sebastian Rode geschlagen geben. Danach ist erstmal Pause. Mit 5:0 für den Bundesligisten geht's in die Kabine. Leider wurde mir mein Elfmeter verwehrt. Die Geister streiten sich, ob seiner war oder nicht. Aber war eine geile Nummer. Also ich habe vorher gesagt, unter 20 wäre cool. Also unter zweistellig pro Halbzeit. Welches Trikot hast du abgestaubt? Lukas Toro. Okay, wie kam das? Ich habe nur gesehen, während dem Spiel, ihr habt einige Kopfballduelle gehabt. Du bist ein kopfballstarker Spieler, aber ich glaube, du hast kein einziges gewonnen. Ne? Nee, ich glaube auch nicht, dass ich eins gewonnen habe. Und bei der Aktion, wo ich den Ellenbogen dann am Kopf gespielt hatte, konnte ich dann auf Spanisch mit ihm unterhalten und habe dann ihm gesagt gehabt, dass das Trikot dann einfach kostet dann nach dem Spiel. Und daraufhin ist er sofort eingegangen und ja, gut ab. Auch die Spieler der Eintracht sind letztlich auch nur Menschen und haben es alle toll gemacht. Klar, dass der Spaß an so einem Abend im Vordergrund steht und der ist allen Beteiligten auch anzumerken, egal ob sie ein blaues oder ein rotes Trikot tragen. Die Eintracht auch in Hälfte 2 im Vorwärtsgang. Cetin, aber Ländle ist noch dran und dann Adrian Schmitz, der die Kugel von der Linie kratzt. Klasse Verteidigungsaktion von beiden. Sebastian Haller hat in der zweiten Halbzeit die Kapitänsbinde von De Guzman übernommen. Und er wird hier gefoult von Max Dalev. Das alles an der Strafraumgrenze und eher sogar außerhalb. Aber es gibt Elfmeter und den macht Haller höchstpersönlich 6:0. Aber nochmal, das muss man festhalten, Hering Mensfelden verkauft sich hier teuer, bietet den Profis Paroli, kommt immer wieder ins Angriffsdrittel und beschäftigt die Verteidigung der SGE. Wieder Esposito, aber der zieht im Zweikampf den Kürzeren.
bisschen mehr als eine Stunde gespielt. Und Allaire scheitert zunächst an Ländle, aber der Nachschuss sitzt. Wie Hirgota macht auch Allaire Tor Nummer 3. Gute Hereingabe. Den ersten Versuch lässt der Franzose etwas überraschend liegen, aber den zweiten spitzelt er dann rein. Aber Hering-Mensfelden gibt sich nicht auf, will unbedingt seinen Treffer und dem sind sie in der 65. ganz nah. Esposito, aber Tobias Stierl, der mittlerweile zwischen den Pfosten steht, schmeißt sich mit allem, was er hat, rein. Adi Hützer schmeißt in der zweiten Halbzeit die Rotationsmaschine an, dadurch auch Jabez Makanda in der Partie und der macht das 8:0. Das 8:0 durch die Nummer 40 bei der Eintracht und das ist Jabez Makanda. Eine gute Viertelstunde vor Schluss. Wechseln auch die Hausherren durch. Die halbe Mannschaft wird ausgetauscht, damit auch die Ergänzungsspieler ihren Idolen ganz nahe kommen können. Die Schlussphase und da kommen die Gastgeber fast zum unverhofften Ehrentreffer. Esposito aber wohl zu überrascht, dass der Ball vom Gegner genau vor seinen Füßen landet. Frankfurt hat mit den 8 Toren noch nicht genug, hat noch einen im Köcher. Cetin macht das 9. Damit setzt er den Schlusspunkt in dieser Partie. Am Ende heißt es also 0:9 zwischen der SG Hering-Mensfelden und Eintracht Frankfurt. Das Ergebnis aber nur zweitrangig. Wichtig ist, dass jeder seinen Spaß hatte und unverletzt geblieben ist. Einer meiner Highlights in meiner Fußballkarriere. Und ja, jede Sekunde heute einfach nur genossen, das einfach nur mitzunehmen vor der Kulisse. Und ja, Platz war super, Wetter war klasse und ja, Gegner war überragend ja, heute. Und ja, ist absolut, da blüht einfach nur das Fußballerherz. Ja. Und herzlichen Glückwunsch, ja. Nicht zweistellig. Ja, absolut. Also, das hatten wir uns ehrlich gesagt auch vorgenommen. Ja. Und sind eigentlich aber von einem anderen Ergebnis ausgegangen, ehrlich gesagt. Und dass es aber dann natürlich 9:0 ausgeht, ja. Ja, Hut ab vor der Mannschaft, vor der Leistung. Wir haben schon öfter in der A-Klasse oder der B-Klasse 9 oder 10:0 verloren. Also ist quasi eine geile Nummer. Gegen Bundesligisten, muss ich schon sagen, waren auch alle korrekt. Mega Stimmung, geile Organisation. Das muss man auch an dieser Stelle nochmal sagen. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Wirklich ein großes Lob an den TuS Mensfelden. Super organisiert, dann das Wetter noch dazu. Ihr habt ein klasse Spiel abgeliefert. War es ein Elfmeter, ehrlich? Also, wenn er nicht am Ball war, war es meiner Meinung nach ein Elfmeter. Der Torwart von Frankfurt, Jan Zimmermann, hat gesagt, klare Elfmeter, hätten sie okay. Glück gehabt. Ja. Köln hat sich nicht gemeldet, da hat heute Abend scheinbar keiner gesessen. Das war das Problem. Aber vielleicht war es besser, bevor ich das Ding irgendwie in den Oberrang schieße. Okay. Ja. Von wem hast du das Trikot noch abgestoppt? Ja, schon beim Einlaufen habe ich es quasi von meinem Nummernkumpanen klar gemacht, in der Hoffnung, dass er sich auch dran hält. Er hat Wort gehalten. Geile Nummer. Ich hoffe, dass ich noch unter Autogramm drauf kriege und dann passt es. Auch nach dem Abpfiff gaben die Stars geduldig Autogramme und erfüllten jeden Selfie-Wunsch. Ein gelungener Abend auf dem Mensfelder Kopf, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wenn auch ihr einen kompetenten und auch zuverlässigen Partner sucht in der Vereinsgastronomie, dann könnt ihr euch bei uns melden unter der Nummer 06471 5424.